Hola Leute, willkommen zu einer neuen Folge Teamfight Tactics League of Legends. Ne, ihr wisst Bescheid, ihr habt ja vielleicht, weil das Video noch nicht so viele gesehen, aber ich habe schon eine Folge aufgenommen. Und heute gibt's. Ich habe keine. Wir haben also folgendes Problem, okay? Es gab jetzt einen neuen Patch. Das heißt, alles, was ich davor in TFT gelernt habe, ist jetzt eigentlich erstmal für die Cuts, weil es gibt ganz viele neue Einheiten, neue Klassen. Das gab es alles vor 2 Tagen noch nicht, oder zumindest nicht auf den offiziellen Servern. Und da muss ich mich jetzt erstmal reinfuchsen. Das Problem ist auch noch, okay, und das ist wirklich das wahre Problem. Dieser Typ hier, Cube 4D, ist mein Cousin. Der muss vernichtet werden, okay? So, das ist die... Also, ich will gar nicht hier gewinnen in der Runde. Hauptsache, er stirbt von mir. So, das ist... das ist ein sehr gutes Item, Nico's Help. Damit können wir... vielleicht wisst ihr es ja sogar, also ich weiß nicht, ob ich bei TFT alles so erklären soll oder nicht, aber da kannst du aus 2 Einheiten eben noch eine klonen und daraus dann eben 3 und dann kannst du die zusammen fusionieren. Oh Gott, Leute, ich weiß echt nicht, auf was ich gehen soll. Das ist alles, ich habe so 2 Runden bisher gespielt mit dem neuen TFT, super neu alles. Ich finde Summoner eigentlich cool, also wir schauen einfach mal. Also, ich könnte hier Light schon kombinieren zum Beispiel. Komm, ich packe ich auch noch mal rein. Wir schauen einfach mal. Also, es gibt auch... So, die hier gab es schon in der letzten Version, die Vayne. Aber ganz viel ist halt neu. So, Kog'Maw ist neu und so. Also, da muss ich echt mal reinkommen. Ich war davor echt gut. Ich hatte einen guten TFT-Lauf. Aber jetzt wird es natürlich echt schwer. Aber... Easy. Easy. Okay. Ah, schon mal, hätten wir die Wardens mal lieber mitgenommen vorhin. So, haben wir noch einen Light Warden? Was ist denn der Warden-Bonus? Das weiß ich jetzt natürlich nicht. Ich stelle mal kurz aufs Feld, um es zu sehen. Warden. Alter, wie Arme die kriegen. Und da ist noch ein Warden. Okay, Leute. Planend. Also, ihr merkt schon, das ist sehr random, was ich gerade hier einkaufe. Aber wir haben schon den. Ah, nee, brauche ich gar nicht so viel, ne? Okay. Electric, haben wir irgendeine Electrics Berserker Pole? Okay. Ah, jetzt haben wir dieselbe Einheit auf dem Feld. Oh mein Gott. Ist das Fail. Aber gegen die Minions ist noch okay. Da darf man sowas noch machen. Ja, lasst ein Like da, wenn ihr mehr TFT sehen wollt. Ich finde das eigentlich ganz entspannt so. Ich finde, das kann man ganz gut so nebenbei laufen lassen. Und ich zocke das ganz, ganz gerne noch so zum Feierabend halt. Weil du dann nicht mehr so einen Stress hast und einfach... das ist halt echt entspanntes Game so. Aber nicht einfach halt, trotzdem. Okay, wir können jetzt natürlich eiskalt, wir haben ja noch ein Light, ne? Erst noch Light. Wir riskieren jetzt einfach mal. So, wir haben den Light-Bonus, heißt wir haben, okay, wenn ein Light-Champion stirbt, kriegen die anderen Attack-Speed und regenerieren 25% ihres maximalen Lebens. In dem Fall 10% der Attack Speed. Wenn einer stirbt, aber nur. Das ist weird. Das ist ein weirder Bonus. Da musst du ja eigentlich einen opfern, so schnell. Ja, okay. Schauen wir mal, wie sich das jetzt auswirkt. Also, wenn jetzt hier zum Beispiel er hier stirbt. Falls überhaupt jemand stirbt. Ich glaube, hier stirbt niemand. Perfekt. Okay, sehr gut. Achso, diese Felder, das ist auch neu jetzt in dem neuen TFT. Die geben. Ich glaube, der hier gibt Angriffsgeschwindigkeit. Es gab in der. Auf dem Testserver gab es so einen. Der maximales Leben gegeben hat, also je länger du eine Einheit auf dem Feld hast stehen lassen, desto mehr Leben hatte der am Ende, was auch nice war. Aber hier ist, genau, Attack Speed 30%, was echt viel ist. Jetzt haben wir noch ein Light Ward, noch ein Light Berserker, Light Mystic, also wir können hier schon Richtung Light gehen. Wir müssen ja auch mal ein paar Sachen aussortieren, weil, ja komm, ich mag Summoner unfassbar gern. Das sind Einheiten, die so kleine Minions eigentlich beschwören, ja, also Zyra beschwört halt ihre Pflanzen. Und das ist echt cool, aber... Man muss in TFT immer so ein bisschen committen und schauen, was kann ich kombinieren. Und Summoner und Inferno, also Inferno, würde ich jetzt eigentlich nicht gehen. Naja, okay, so weit, so gut. So, wer kommt jetzt hier? Typical ADC AFK. So, hier, den müssen wir im Auge behalten. Das ist der Einzige. Alles andere ist egal. Ach, schön, ey. Ich kann ihn ja mal fragen, wenn ihr wollt, dass wir zusammen im Voice-Chat sind und das dann mal zusammen zocken. Habe ich jetzt hier auf die Schnelle nicht gemacht, weil es relativ spontan ist, er jetzt dazugekommen. Aber können wir nichts so machen. Ah, da ist schon der erste.
erste Niederlage. Aber bei TFT kann man ruhig ein paar Runden verlieren. Das ist gar kein Stress. So. Easy. Sehr gut. Warden ist halt schon krass, ne? 125%, dann 275% und das 6 ist 450% Armor. Und Light ist halt dann im Grunde, kriegen die noch Health dazu und haben Schaden durch Attack Speed. Oder halt, ne? Können öfter Schaden auswirken. Ocean Warden. Haben wir noch einen Warden? Also das ist nur ein Warden. Wir haben, warte mal, haben wir jetzt nicht schon? Wenn wir ihn bringen und ihn auch, haben wir einen 6. Ne, haben wir nicht einen 6er Warden Bonus. Wir brauchen einen Warden noch. Aber gut, wir sind eh noch nicht aufgelevelt, also wir sind halt Level 4, deswegen können wir nur 4 Einheiten platzieren. Die Frage ist halt, er ist Ocean und er ist auch Ocean. Okay, aber da haben wir den Light-Bonus nicht mehr, ne? Wait, bei ihm ist es egal, Electric, Light. Okay, wir müssen die Kombi gleich umstellen, aber die Runde machen wir mal noch so. Aber ich kann hier schon, also ich könnte jetzt gleich Ocean Warden reinbringen, dann kriegen wir einen Ocean-Bonus noch dazu, weil Electric haben wir ja noch nicht voll. Meine Nase juckt. Boah, Alter, sind schon 3 Stufe 2 Einheiten. Okay, das ist natürlich sehr schäbig. Okay, da kann ich natürlich nichts gegen machen. Alter, viele Stufe 2 Einheiten. Was zur Hölle? Okay, das ist natürlich echt bitter. Ja, ja, ja. So schnell geht das. Alter! Wie ich fast den Nasus übersehen habe. Holy shit. Alter, war das close. Und das ist jetzt unsere Stufe 2. Alter, die hätten wir gerade gehabt eigentlich in dem Kampf, wäre die so wichtig gewesen. Okay, was brauche ich hier? Wir haben, ihn können wir gebrauchen. Können ihn hier gebrauchen. Und den Rest weiß ich nicht. So, beim alten TFT wüsste ich jetzt genau, okay, was brauche ich für meine Comp. Wer ist in welcher Klasse, das weiß ich jetzt natürlich nicht mehr. So, gib mir den, gib mir den. Ja, ich nehme ihn, glaube ich, ne? Ja, wäre auch nicht schlecht gewesen. Na, egal, egal. Egal, der hat schon ein Attack Speed Item dabei, das ist auch nicht schlecht. Das ist jetzt gerade noch so, dass TFT, also es ist praktisch Pre-Season TFT, das heißt die Sachen hier können sich noch ändern und es gibt auch kein Ranked oder so, also das ist alles noch in der Aufbauphase. Ah, ich hätte lieber Jax mitnehmen sollen, ich habe nur 2 von Thresh, das ist natürlich übel der Fail. Das ist sehr, sehr schlecht, Leute. Okay, ich werde jetzt einfach nochmal hier Dinge tun. Und so. Gute Comps, okay? Ich meine, ich habe wieder Geld ausgegeben. Krieg keine Zinsen, weil du kriegst erst 10, 20, also 10 Gold hast, kriegst du 1 Gold mehr. Wenn du 20 Gold hast, kriegst du 2 Gold mehr und so weiter. Aber wir gehen hier mal, ne? Jetzt haben wir Ocean auch noch. Das Mana. Alle 4 Sekunden plus 15 Mana. Oh, not bad eigentlich. Wir müssen mal schauen, was die Ults überhaupt sind. Okay. So, ich werde hier irgendwie gerufen. Also ich hoffe, niemand betritt dieses Zimmer. ich höre sein. Alter, schau mal, Zyrae, wir pflanzen. Ist tatsächlich close. Aber alles cool. Das war mein Cousin. Ah, jawohl. Zerstört. So. Sehr, sehr schön. Okay, hier haben wir natürlich wieder Ocean. Ey, das sind immer die Struggles hier in TFT. Auf was geht man? Ich nehm Syndra mal mit. Ich nehm Syndra mit. Was kann die denn? Syndra conjures a sphere of water. Mhm. Ja, 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 ja. Ja, eine Ult mehr. Ich habe hier Major Upgrades gemacht. Das ist das hier. So. Ich kann natürlich Nikos Help einsetzen jetzt für Jax zum Beispiel, um den auf Stufe 2 zu bringen, aber Jax wird schon noch kommen. Da verlasse ich mich jetzt einfach mal drauf. Also, wir haben ja eine gute Aufstellung. Ich hoffe, wir gewinnen auch das hier. Nasus hat sich schon verwandelt. Was machst du denn da? Das ist voll gut eigentlich. Er wird übel tanky. Das wäre eigentlich genauso scheiße wie noch im alten TFT. Wahrscheinlich, ne? Aber wir machen das. Ey, wie die sich hochhalten, ne? Das ist halt schon krass. Also dieser Light-Bonus ist not bad, eigentlich. Brrr, zerstören. Hat der noch ein Schild hier? Warum hat der jetzt ein Schild bekommen? War das seine Ulti vielleicht? Oder ist es diese... Also wer hat das Schild bekommen? Thresh, ne? Shielding them and the nearby allies. Ja. So, ich bewege euch hier mal.
Das Feld ist auch anders geworden. Also bei meinem alten TFT war es mehr so rechteckig. Jetzt ist es ein bisschen mehr dieses Quadrat. Was ich ganz cool finde auch. Okay, das ist also das. So, was haben wir hier? Gar nichts. Wir können nichts davon gebrauchen. Mage geht so ein bisschen mit, hier ist Syndra beim Mage-Bonus. Also da will ich jetzt nicht auch noch drauf gehen. Weil ich gerne wissen will, was der kann. Schauen wir gleich mal nach. Aber will ich jetzt eigentlich nicht unbedingt. Also ich bleibe jetzt, ich committe jetzt mit Light, Warden und Ocean. Und wir machen die tanky as hell. Und dann brauchen wir natürlich irgendwie auch Damage gemacht. Aber ich glaube durch das Attack-Speed hier vom Light-Bonus. Das sollte ganz gut sein. Aber wir haben auch vorhin gemerkt, so, es dauert, die Minions zu killen jetzt auch, ne? Also es geht nicht super schnell. Ich weiß auch nicht, ob ich Vayne hier lassen soll oder vielleicht wen anders, aber Vayne ist halt Fernkämpferin und da dieses Feld so weit hinten ist, finde ich eigentlich schlecht. Und Vayne ist halt echt so nix zu gebrauchen, ey. Aha. Sehr geil. Jetzt haben wir natürlich wieder, jetzt sind wieder die Struggles, ne? Ich kann niemanden aufs Feld stellen und habe hier eigentlich eine echt gute Einheit. Aber ich kann nichts ersetzen, weil die Comp sonst zusammenbricht halt. Die müssen alle zusammenbleiben. Komm, Leute. Wir geben unser Geld aus hier. Wir committen hier. So. On breaths lightning in a cone. Okay, interessant, interessant. Der macht Knock-up. Warte, ich kann es nicht lesen. Dodges all incoming attacks for 2 seconds. Okay, okay. So, wen haben wir hier? Soldier Boy. Soldier Boy, I tell you. Ey, es läuft, Leute. Ey, ich bin geschockt. Wobei, immer wenn es läuft, gibt es einen Moment, wo man komplett zusammenbricht. Aber gerade, ey, ich genieße es. Ich genieße es wirklich. Der Warden Bonus ist not bad. Das ist echt gut. Das ist echt gut. Ah, schon, wir haben ein zweites Feld. Okay, da ist jetzt gerade Thresh drauf. Ich weiß nicht, ob das macht, ehrlich gesagt. Weil Thresh ist, glaube ich, nicht so der Damage-Dealer bei uns, ne? 90 Schaden. Macht nur 55 Schaden halt. Ey, ich würde da fast einen... Wen packt man drauf? Wenn ich halt Ornn hier drauf packe, hat er einen weiten Weg zu gehen, bis er vorkommt. Ey, bräuchten wir eigentlich... Eigentlich bräuchten wir wen anders hier. War, also... Ich mach mal so... Weil Jax ist nur Level 1, der muss nicht Frontline stehen, aber Ornn will ich eigentlich schon vorne als Mauer einfach drin stehen haben. Okay, was haben wir hier für eine Comp? Inferno, ne? Ah, wobei, nicht mehr, oder? Ist das überhaupt irgendeine Comp? Blade Master? Da passt ja gar nichts zusammen. Leute, knallt sie weg! Da passt ja nichts zusammen da. Ey, wie die sich hochhalten, ne? Jetzt kriegt er auch noch ein Schild. Ey, brauchen also das Problem im Late Game wird auf jeden Fall der Schaden sein, weil ich habe das Gefühl, der ist nicht wirklich hoch. Wir können ja mal hier schauen. Oh, Vayne ist schon nicht schlecht hier. Also vielleicht haben sie die echt gebufft, aber die war so shit. Ocean Mage. Habe ich nicht mehr gekauft, okay. Vielleicht doch besser so. Ja, davon brauche ich nichts. Also ein Jax wäre langsam angesagt. Ich habe ja auch Items, die ich wem geben kann. Die Frage, wen wollen wir tanky machen? Nautilus ist halt schon geil für den Gage, aber da habe ich halt nur einen. Nasus ist halt eigentlich das Tank-Monster. Wir machen, ey, wir geben dem, Leute, wir geben dem einfach hier. Alter, noch mehr Schild. Jawohl. Also alle, die jetzt zwei Felder links und rechts von mir stehen, haben noch ein Zusatzschild. Oder was ist das Schild, ne? Ah, ich kann es nicht lesen, bleib stehen. Gain a Shield, ja. Okay, wen haben wir hier? Oh, der macht Schaden. Der macht nicht schlechten Schaden. Okay, komm, Leute. Thresh, sehr gut. Ey, ist diese Bubbles. Nasus ist im Modus. So, beweg dich nach vorne, Nasus. Alter, dem hat er einfach alle Items gegeben. Den Pokémon Stufe 2. Warmogs Rüstung, dann noch dieses komische Ding, was die Attack Range irgendwie unendlich macht. Ja, aber Leute, wir sind hier. Wir sind on fire, erstens das und wir sind hier beide oben. Hm, da sind Jax. Ich brauch den Jax. Nein. Ich brauch doch diesen Jax, man. Ich weiß ja nicht, was ich jetzt noch gebrauchen kann. Ne? Ich würde jetzt wirklich nach Items gehen. Und hier zum Beispiel, weil Mana habe ich ja eigentlich schon durch meinen Bonus. Attack Speed wäre eigentlich cool. Health wäre auch nicht schlecht. Ach, ich weiß nicht. Ich nehme Health. I don't know.
wie gesagt, ich muss alles erst lernen. Das ist alles hier von vorne machen, praktisch. Belastend. Dann eine Syndra. Nocturne brauchen wir nicht. Light. Ich wusste nicht, dass Aatrox Light ist. Das ist cool. Aber ich nicht das Gefühl habe, dass wir mit Light besonders weit kommen werden, weil wir brauchen drei Einheiten dann noch. Das ist schon ein bisschen viel, ey. So, machen wir auch noch Tanky. Ja, das ist nicht schlecht. Der erste Spell wird praktisch denied. Und der den Schild zerstört, ist 4 Sekunden gestunt, also why not? Und Tanky. So, unsere zwei Tanks hier vorne. Nautilus sei auch Tanky, aber nur Level Stufe 1 ist ein bisschen wack. So, das ist hier der Cube 4D mal wieder. Oh, oh, oh. Der Schaden ist nicht schlecht. So, ich brauche jetzt hier gute Ults, Leute. Der hat dem alle einen in Kogmo. So, Leute, klatscht ihn weg. Leute, vernichtet. Oh, oh. Die Items sind bö. Oh mein Gott. Ich werde es verlieren. Ey, ist das scheiße. Ja, oh Mann, das ist so close. Das war so close. Kack. Ja, ich hab's euch gesagt, der Schaden ist nicht so gut. Macht Syndra wenigstens ein bisschen Schaden? Vielleicht. Wir wissen es, das müssen wir rausfinden. Oh, ein bisschen Auge. Oh Gott. Ich werde jetzt nicht aufleveln, wir warten jetzt mal noch. Ey, vielleicht muss ich für Jax wirklich diese Nikos Help opfern. Vor allem, er hat meine Killstreak halt damit zerstört, ne? Ich hatte eine Killstreak bis gerade eben. Wie geht hier eigentlich die... Okay, ich muss auf die Cam ein bisschen aufpassen, weil die sich ausschaltet irgendwann. Ah, das ist natürlich schlecht jetzt gewesen hier. Aber gut. Haben wir so einen Summoner. Alter, was beschwören die alles für eine Scheiße. Alter, jetzt haben wir so ein riesiger Anybear. Und Nasus ist Rest in Peace. So, wer war das jetzt hier eigentlich? Ich kann es nicht sehen. Ich wurde mal wieder zerstört. Bauen wir doch Mages für den Schaden. Ich level jetzt mal doch, Leute. Dann machen wir das so. Syndra ist, denke ich, Fernkämpferin, hoffe ich mal. Was ist der Mage-Bonus? Double Cast. Okay, ist not bad eigentlich. Ich habe hier so viel. Haben wir noch so eine Light-Einheit? Ja, okay, aber eine Leiteinheit bringt sie. Sie haben zwei. Wenn wir noch eine dritte Leiteinheit irgendwie hier sehen, dann können wir halt schon auf Light 6 gehen. Das wäre gut, auch für den Schaden mehr Text wieder. Aber ist noch ein weiter Weg, vor allem das ist zweimal Level noch. Das ist Level 9 brauchen wir dafür. Oder ich tausche halt Einheiten aus, aber wollte ich jetzt eigentlich. Ich finde die Comp eigentlich nicht schlecht, die wir haben. Aber die Einheiten sind noch zu schwach. Ich brauche. Einfach, okay, das ist noch. Aatrox macht halt Schaden ohne Ende. Also den müssen wir uns überlegen, ob wir den für Jax bringen, zum Beispiel. Der hat zwar ein Item. Aber Berserker bringen uns nichts. Ich werde Aatrox platzieren, einfach für den Schaden, okay? Dann machen wir das mal so. Okay, ich glaube, das ist gut. Und dann wird hier mal ein bisschen gerollt. Ah, das Ocean Mage, ich weiß ja nicht, ob hier, der ist halt Stufe 1. Und die Wahrscheinlichkeit, Stufe 1 Einheiten jetzt im Late Game zu kriegen, ist halt sehr gering eigentlich. Ich lasse das mal. Light Summoner, Yorick. Da haben wir unsere Light Einheiten auf jeden Fall. Wir können auf Light gehen. Interessant, okay. Ja, müssen wir mal beobachten eigentlich, wie das so. Jax ist Light, Yorick ist Light und Dingy ist auch Light Soraka. Also alles Stufe 1 halten. Ey, Leute, please. Oh mein Gott. Werde ich es auch verlieren? Nasus macht mich stolz. Nasus. Wie wenig regenerierst du bitte? Ich meine, wir hier runter. Ich meine, wir haben hier schon so einen Abstand bis zum richtigen Versagern, aber das passiert schon. Ich muss jetzt hier ein bisschen Geld ausgeben. Nee. Da ist wieder Nasus. Jetzt ist die Bank natürlich voll. Wer wird gedroppt, Leute? Wir können eine Ocean-Einheit rausknallen. Ich mag aber Thresh, das ist der
Das hat der Warden-Bonus wieder weg. Ey, das ist schon wieder Ocean Warden. Das ist schon wieder scheiße. Jetzt habe ich hier Nasus und kann eigentlich nicht kaufen. Oder ich gebe halt Jax auf. Aber wenn ich Jax aufgebe... Ich habe noch genug Leiteinheiten, ne? Also 1, 2... 1, 2, 3, 4. Bei der 1, 2, 3... Ne, es sind nur 3 Leiter. Ich habe nicht eine zu viel. Oder ich lasse Orne, oder ich lasse Vayne. Ich lasse mir Vayne. Habe ich mal gedroppt. Aatrox, es braucht deinen Schaden, Junge. Boah, ey, voll gegengeschützt. Jetzt läuft es gerade nicht so. Aber wir kriegen das noch hin. Wir kriegen das schon noch hin. Das ist immer bei TFT so. Im Laufe des Spiels ändert sich halt echt viel. Vladimir wird mir schon wieder angeboten. Das ist alles scheiße, Leute. Da ist ein Ohren. Okay, ich muss jetzt mal Leute verbinden. Sorry, ich muss Dinge verbinden. Ich werde Aatrox nehmen, weil ich brauche Schaden. Okay? So, und ich brauche Platz auf der Bank vor allem. Jax ist jetzt auch Stufe 2. Endlich. So, das ist sehr gut. Ich kann leider keinen rausnehmen, weil ich Wardens brauche. Aber Jax kann demnächst aufs Feld, ist Stufe 2. Und der macht, glaube ich, ganz okay einen Schaden eigentlich. Auch gerade durch seine Ult. Schauen wir mal, ob das Matchup hier was bringt. Macht Syndra eigentlich Schaden? Er macht denn hier den meisten Schaden? Ist immer noch Ornn, Aatrox. Wir werden es auch verlieren, ja. Ja, aber Aatrox macht schon guten Schaden. Ich bin echt ein bisschen enttäuscht von Nasus, muss ich sagen. Der ist ein bisschen wack. Okay. Okay, okay. So, dadurch, dass wir jetzt ein bisschen versagt haben, kommen wir hier schneller zum Zug. Und ich hätte... Boah, goldene Spatula ist immer nice. Ich weiß ja nicht, wer hier noch eine Leiteinheit ist, ne? Alter, der hat sich die direkt geholt. Okay, ich habe kein... Den brauche ich doch, oder? Habe ich den nicht auf der Bank? Ich bin mir nicht sicher. Ich erkenne ihn. Also das ist auch das Ding, ne? Die haben jetzt alle andere Skins halt. Weil denen jetzt neue Klassen zugeschrieben wurden, haben die halt andere Skins bekommen. Und ich erkenne teilweise Einheiten einfach nicht. Das ist so traurig. Aber die haben wir doch auf der Bank, oder nicht? Ist das? Ich weiß es nicht, Leute. Ja. Yorick ist das alles, klar. Yorick. Soraka 2. Okay, das ist sehr gut. Ich werde nur Geld sparen jetzt, nichts kaufen, außer es kommt halt hier. Und dann leveln. Ich meine, wir können halt auf Light 3 gehen. Wenn wir einmal leveln, die 2 Ocean Wardens rausholen, sind wir beim Warden Bonus 2, haben dafür aber Light Bonus 6. So, ich starte mal eben meine Kamera neu. Ey, Leute, ich habe das Gefühl, hier geht was. Schau mal, hier ist hier on fire. Ich sehe mal nicht, gegen wen wir spielen, Alter. Alter, Stufe 3 Syra, Mann. So scheiße, killt sie schnell. Okay, die wurde direkt ausgeschaltet. Das ist sehr gut, sehr gut, sehr gut. Aber die summonen, was das Zeug hält. Die summonen einfach, das ganze Feld ist voll mit summoning Minions. Aber das haben wir. Zerstört ihn. Sehr gut. Count Toucher ist der erste. Count Touch. Alter, 7 Winstreak. Die muss, ey Leute, die müssen beenden, die Winstreak. Die muss gestoppt werden. Nichts ausgeben. Ich kann natürlich mal Items eigentlich noch einsetzen. Attack Range, aber ist er nicht Nahkämpfer? Ich bin mir nicht sicher. Ehrlich gesagt. Ist er Nahkämpfer oder nicht? Der hat halt 420, also ich denke mal, es ist ein Fernkämpfer. Wir können ihm theoretisch einen Angriffsbonus Attack Range geben. Leute, wir riskieren. Oder ihm. Ah, Jax ist, glaube ich, geiler. Ich weiß nicht, Thresh wirkt für mich eher wie so ein Supporter. Also, ich traue mich gerade nicht, das den zu geben. Warum ist das denn hier oben eigentlich immer abgeschnitten? Ich will wissen, wer mein Gegenspieler ist. Okay. So, es passiert gar nichts aktuell. Jetzt sterben die ersten Einheiten, aber durch den Leitbonus ist es gar nicht verkehrt. Jetzt sind wir nur noch... Alter, was ist das? Talia 3, Rest in Peace. Wer war das? Wer hat mich gerade zerstört? Den Namen sehen. Nein! Wie wissen wir, das war? So scheiße. Okay.
So, das, die Runde machen wir noch, dann wird gelevelt. Oder warte ich noch ein bisschen länger für die Zinsen halt. Aber ich bin halt, ich habe nur noch 29 Leben. Also es ist eine gefährliche Sache hier. Jetzt, aber eine Runde überlebe ich safe. Also ich könnte ein bisschen was riskieren. Was hat denn eigentlich der David hier so? Ach, der ist hier mit der Talia 3, genau. Der geht auch auf Warden, ne? Oder? 3 Warden, Mage. Mage, Warden. Ich habe das Gefühl, dass manche Leute einfach null Schaden machen. Bei Syndra macht hier ganz viel Schaden. Okay. So, gib mir geile Items bitte. Jawohl, richtig viele Items bekommen. Das ist lucky as fuck. Aber ist sehr gut. So, wir müssen leveln. Ich tue es jetzt einfach mal. Es tut so weh, dieses Geld auszugeben. Okay. Frage ist, wen setzen wir jetzt ein? Tun wir hier unseren Light Berserker rein oder Soraka? Ich habe das Gefühl, Jax macht mehr Schaden. Ich werde Jax reinknallen. Dann machen wir das. Wir lassen das mal so. Health. Wen wollen wir unsterblich machen? Weil die machen Spellpower auf Aatrox, weil der. Ja. Hey, Ohren, Alter. Ohren hier, macht Ohren zu unzerstörbaren Monster. So, kämpft, Leute. Kämpft und macht mich stolz. Okay, Ohren. Gut, Schaden. So, Aatrox. Da oben muss jetzt mal eine richtig geile Ulti rein. Sehr gut. Die summonen schon wieder was das Zeug, Aatrox. Mäht sich durch. Jetzt ist da so ein fetter Bär, Mann. Ja. Es sieht eigentlich okay aus. So, ich brauche noch eine Aatrox Ult. Nasus, verwandelt dich bitte. Aatrox, zerstör diese Summoner hier. Oder wer auch immer das hier alles ist. Okay, das können wir schaffen. Das können wir schaffen. Nasus. Oh mein Gott, Aatrox ist einfach, Alter, 6800 Schaden. Das war, ohne Witz, ich glaube, das Item war nicht schlecht gerade. What the hell? Was ist das denn hier für ein Special? What the fuck ist das? Es sieht fast aus, als müsste man die kaufen, aber ich tue es nicht. Ich traue mich nicht. Aber es sieht krass aus. So, kann ich eigentlich nicht eigentlich jetzt Full Light gehen? Schon, ne? Dafür geben wir einen Warden-Bonus ab. Ein Nautilus stirbt doch eh übel schnell immer, oder? Weil geht eigentlich. Aber ich weiß es nicht, Leute. Ich tue es. Ich gehe Light. Dafür habe ich jetzt den Ocean-Bonus verloren. Warden ist auch einen weiter runter. Ich weiß nicht, ob das worth it ist, ehrlich gesagt. Alter, was haben die alles, Mann? Was haben die Leute für Einheiten? Ach du Scheiße. Okay, wir müssen sehen. Wir müssen. Aber die Dreier-Einheiten sind gut. Alter, die summonen das ganze Feld voll einfach. Aatrox, hau da deine Attacken rein. Alter, was da alles ist? Zerstör die Summoner. Oh mein Gott, diese Summoner gehen mir so auf die Eier. Aber die kommt, Leute. Die kommt, schau mal, die sind full health. Und der Attack Speed bei 1,54. Nice. Okay, das gefällt mir. Damit lässt sich arbeiten. So, das war jetzt wieder der Zweitplatzierer, den wir weggemacht haben. Aber es ist so knapp, ey. Was die summonen. Ist crazy. Nami, Ocean Mystic. Der hat mir Mystic Bonus. Und Ocean Bonus. Thrash. Aber ich will den Warden Bonus eigentlich wieder haben. Ja, jetzt müssen wir zu Level 10 kommen. Das wird halt safe nicht passieren. Jetzt haben wir Thrash, ey. Der ist gut, ey. Der ist echt gut. Ja, wir sparen das Geld. Wir sparen es mal. So, was, Alter. Diese Stufe 3 Einheit macht mich fertig. Okay. Light Bonus, bitte helf mir. Bitte tu was. Okay, jetzt kommt der letzte. Den müssen wir klatschen. Da ist ein Jax 3, das ist ein bisschen assi. Aber der geht auf den Ohren, der tanky as hell ist. Ich brauche meine Nasus. Bitte nicht sterben. Er verwandelt sich, halt sich nochmal hoch. Wo ist Aatrox? Ich brauche den Schaden vom Aatrox. Aatrox kriegt aufs Maul, kriegt aber die Ulti auf jeden Fall nochmal raus. Warmox ist halt. Alter, halt er sich hoch. Oh mein Gott. Wayne kriegt nix gekillt. Oh mein Gott, Wayne, ey. Was ist los mit dir? Okay, was haben wir hier? Ich hab. Ist das. Sieht aus wie eine. Wie eine Nami. Ey, ich weiß ja nicht, was ich hier gebrauchen kann, ehrlich gesagt. Ich weiß es echt nicht. Ich. Ah!
Wie wär's mit einem Nautilus, den ich schon auf der Bank habe? Wie wär's damit? Leute, ist enttäuschend hier alles. Enttäuschend. Aber wir werden ihn nicht als... Okay, ich sag nichts, aber ich will nicht als Fünfter enden. Bitte nicht. Das haben wir nicht verdient hier. Ey, wenn wir die Warns wieder aufs Feld kriegen würden. Oder zumindest Thrash, damit wir einen Ocean-Bonus wieder kriegen. Also ja, Nautilus. Schau mal, hätten wir jetzt Nautilus 3 gehabt. Alter. Okay, dafür haben wir Nami. Das ist natürlich auch nicht verkehrt. Andererseits... Will ich Mystic? Ist Namis Ulti mega geil? Ich weiß es nicht. Aber, Leute, ich droppe die. Nasus werden wir nicht mehr auf Stufe 3 kriegen. Guardian Angel. Aatrox. Ich verliere ein bisschen Überblick. Warum ist Yorick eigentlich drin? Achso, wegen Light Bonus. Aber Yorick ist nur Stufe 1, Mann. Der kann gar, ist ja eigentlich auch ein Summon, aber der kann halt gar nichts. So, jetzt kommt der David. Wenn der mich jetzt tötet, ne? Wenn der mich jetzt tötet, Light Bonus, bitte. Alter. Dieser Stufe 3 Penner da hinten, ne? Ey, wenn der mich jetzt tötet. Alter, der tötet mich. Ey, Aatrox, ich brauch deine... Oh, das könnte mir mein Leben gerettet haben. Alter. Das tut weh. Oder auch noch als Fünfter beendet. Leute, das war TFT. Der ist, der war dieser Kog'Maw. Ist das schäbig, Mann. Wie viel Schaden macht der? 150. Leute. Ich schreibe euch in die Kommentare, wie das Match hier ausgegangen ist, ja? Alter, das ist aber ein krasses Matchup hier. Oder wir schauen es einfach mal noch zu Ende. Beziehungsweise ich schneide das für euch zusammen und wir schauen uns das Ende an. So Leute, es wird hier schon spannend. Es ist schon fast die letzte Runde. Es sind noch zwei über. Mein Cousin und der Dude, der einfach drei Level 3 ein... Nee, doch, drei Level 3 ein, genau. Und die sind halt schon heavy, ne? Also das wird schwer. Olaf ist doch wahnsinnig. Mit jedem Item ausgerüstet, was es gibt. Der macht alles weg, Alter. Schaut euch an. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich glaube... Also ich weiß nicht, ob David was Cooles auf der Bank hat, aber das wird ganz übel schwer. Er hat halt auch drei Level 3 Einheiten. Was ist los mit den Leuten? Er hat auch drei Level 3 Einheiten. Talia, Skarner, Kog'Maw und er hat auch Skarner 3. Okay, ich wusste gar nicht, dass die Wahrscheinlichkeit so hoch ist, zwei Level 3 Einheiten zu kriegen. Olaf, Warwick. Und den Bonus hat das Predator, Summoner, Glacial. Und David hat. David hat richtig viele Boni. Predator, Mountain, Mage, Glacial, Ocean, Warden. Krass, dass es nicht funktioniert. Okay, schauen wir mal. So, David droppt seine Einheiten. So. So. Wo ist Olaf? Den müssen wir beobachten. Olaf ist das einzige Problem hier eigentlich. So, Olaf. Olaf. Alter, was zur Hölle. Ey, der ist ja. Der ist übel OP, Mann. Er verliert kein Leben. Ey. Was ist mit diesem Olaf? Olaf geht rein. Ist nicht gestunt, gar nichts. Und da ist er wieder. Und da geht er durch. Bam, 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 bam. Ey, das ist... Alter, keine Chance. Du brauchst eigentlich wen, der seine Ult stoppt oder irgendwas, weil... Wenn der die einmal aktiviert hat... Und auch mit diesen Sachen, die der halt hat, ne? Mein Cousin ist Rest in Peace einfach. Alter, 4 Level 3, nein, das ist so lächerlich. Ey, das ist schon... Ey, Alter. Malse hat, der summoned auch wahrscheinlich... Was ist eigentlich ein Alchemist? Okay. Jesus. Schaut mal, er regeneriert 6% Missing Health per Second. Und kriegt 100 Attacks wie bei der Ulti, 50% Lifesteal. Immunity to Crowd Control. Okay, letzte Runde, Leute. Ich bin gespannt. Bin gespannt, was Olaf macht. So, Olaf. Wo ist er? Da ist er. Olaf kommt nicht zu seiner Ult.
Doch, da ist er. Da ist er an der Ulten, damit war's. Das ist ey, er heilt sich halt einfach voll hoch. Komplett ist full health jetzt. Wenn der nicht wäre, hätte David es gewonnen. So ist mein Cousin. Krass. Aber trotzdem echt, also schau mal, wie krass. Das ist immer so ein bisschen bei TFT halt die Sache. Man muss ja wissen, welche Einheiten auch echt gut sind. Weil David hatte die bessere Comp. Aber es bringt halt nichts, wenn der Typ einfach ein Ode Stufe 3 hat. Not bad, Leute. Das war TFT. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Einschalten. Wir sehen uns die Tage beim neuen Video. Ciao.